Weil da, daran sieht man schon, die Erde ist jetzt im Fokus, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier passieren ganz wichtige Sachen und von außen wird natürlich ganz viel einfach dadurch auch angeschoben. Und wer da mitgeht, der kann unglaubliche Sprünge machen. Deswegen sind viele hier. Wer natürlich festhält und nicht mitgehen will, der wird zunehmend immer mehr Probleme kriegen. Und diese Wahl hat wohl jeder noch. Heute darf ich ganz herzlich unseren lieben Peter Denk begrüßen. Lieber Peter, ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir wichtige Fragen zusammen durchgehen können. Herzlich willkommen. Ja, schön wieder bei dir zu sein, liebe Monika. Ja, es ist ja wieder auch einiges passiert und es bleibt immer spannend. Langweilig wird das, glaube ich, nicht mehr. Das stimmt, langweilig wird es auf keinen Fall. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass das Smarana-Festival vor der Türe steht und dass wir uns dort treffen, dass ich dort persönlich für euch da sein werde, dass ich Fragen beantworte und wir eine sehr große Heilung für uns selbst bekommen, eine Stärkung bekommen und ich auch Botschaften für euch natürlich überbringen werde. Ich freue mich schon sehr, euch zu treffen und es wird wunderschön und etwas ganz Besonderes haben wir arrangiert und zwar werden wir eine sehr, sehr gute Yoga-Lehrerin haben, welche für uns chantet. Sie wird Mantras chanten und das geht so tief. In mir sind die Tränen gekommen, als ich sie das erste Mal gehört habe und ich freue mich wirklich so sehr darauf und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also wer jetzt möchte, kann dann auch an einer Yogastunde teilnehmen. Es wird Matten im Zentrum geben. Man kann natürlich auch seine eigenen mitbringen, das macht ihr so, wie ihr möchtet. Und natürlich Urna ist auch da mit ihrem tiefgehenden mongolischen Gesang. Es wird einfach so wunderschön werden. Ja, ich habe noch mal ein anderes Thema, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. 2025 sagt man auch, dass einige Seelen von uns gehen werden. Das hat ja mehrere Gründe. Da ist ja auf der einen Seite auch mal die Spritzerei sehr mit involviert. Diese Dinge, die da verabreicht wurden, sind ja nicht alle so sauber, wie sie uns gesagt wurden. Und es gibt ja auch einen immensen Rückgang der Geburten. Auch das ist ein Thema, dass wir letztendlich weniger Menschen werden. Und wie siehst du das in der Spiritualität? Was kommt da auf uns zu? Ja, wie gesagt, das ist der Teil. Deswegen habe ich ja in meinem Vortrag die Krise da und auch immer einen Teil, der sich natürlich mit dem unangenehmen Thema Tod, was passiert danach und warum leben wir und sterben wir eigentlich? Das ist ein Thema, das ja komplett verdrängt wird. Ja, wird. Ja. Und das ist auch kein Zufall. Das war in früheren Jahrhunderten durchaus ganz anders. Erstens mal, weil das Thema viel präsenter war. Momentan kann man es so richtig schön vor sich wegschieben. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich ein Thema, was zum Leben gehört. Und warum bin ich eigentlich hier? Ich meine, da kann man ganze Interviews allein dazu machen. Ich bin da auch nicht derjenige, der die allerletzte Wahrheit über alles weiß, um Gottes Willen. Aber so ein paar Sachen sind durchaus logisch. Das erste ist mal, dass keiner zufällig stirbt. Also sprich, dass die Seele das so will. Die Seele ist eigentlich derjenige, der dieses Leben in großen Teilen bestimmt. Der Verstand kann sich dagegen wehren und häufig macht er das auch erfolgreich, was für die Seele nicht angenehm ist, bis hin zu einem Selbstmord, was gar nicht gut ist. Ja, weil die Seele, wenn die gehen will, geht die. Und das ist genau der Punkt. Es gibt Zeitpunkte, wo die Seele sagt, für hier macht es jetzt für mich Sinn, diese Ebene zu verlassen. Weil es ist ja nicht so, dass der Körper eine Seele hat, sondern die Seele hat einen Körper. Ja. Ja, und die ist eigentlich der Chef. Und gerade bei der Spritze ist es mir klar geworden, es gab ja verschiedene Chargen, warum gab es die eigentlich? Ja. Und ich glaube, die Seele wusste ganz genau, welche Charge sie sich nimmt. Mhm. Sie musste zum richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt gehen und die wusste, was sie macht. Und manche haben sich ganz gezielt bestimmte Chargen ausgesucht, entweder um zu gehen, aber wenn das nicht klappt, dann, wenn die Seele gehen will, dann stolperst du über den Bordstein und brichst dir das Genick. Ja, also das auf jeden Fall. Da machst du nichts dran.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn die Seele nicht gehen will, bist du manchmal erstaunlich gut geschützt. Es gibt natürlich so, gibt so interessante Beispiele, 9-11 oder Flugzeugabstürze, wo Menschen vorher aus unglaublichsten Gründen, niemand krank, das Auto wollte einfach nicht anspringen, so ganz blöde Zufälle. Deswegen haben sie das Flugzeug nicht gekriegt oder waren nicht im World Trade Center zu der Zeit, weil die Seele wusste, wenn ich dahin gehe, bin ich tot. Will ich aber nicht. Also verhindere ich das. Die Seele hat immer Möglichkeiten. Da gibt es dann natürlich Schutzengel, Geistführer, die da auch mithelfen, das zu verhindern. Und es werden jetzt viele gehen, weil die Seele das so will. Warum will das die Seele so? Nun, es kann gut sein, dass die Seele sagt für sich, vielleicht hatten einige die Wahl, manche vielleicht auch nicht, vielleicht war von vornherein klar, in welche Welt sie gehen. Und manche Seele sagt, okay, die neue Welt ist nichts für mich mit diesem Körper. Das funktioniert nicht. Ja. Und bevor ich dann, und das ist das Problem, zum Beispiel, wenn sich jemand umbringt, ist das eine Verstandeshandlung. Und da hat auch die Seele kann nicht verletzt werden. Die schmort dann auch nicht für alle Ewigkeiten in der Hölle. Nein. Aber wenn sich jemand umbringt, ist das üblicherweise, dass der Verstand, sagen wir mal, nicht gewollt, dem Plan nach sich das Leben aushaucht und häufig sitzt er dann erstmal relativ lange in einer selbstgebauten Hölle, um es mal so zu sagen. Es gibt einen Film, der hat das sehr, sehr schön gezeigt. Das war Hinter dem Horizont mit Robin Williams. Mhm. Ja, und da hat die Seele nicht unbedingt, also das weiß die Seele natürlich. Ja, und dann sagt sie, bevor der sich umbringt, dann machen wir es lieber auf meine Weise. Dann ist es nämlich in Ordnung. Ja, und dann kommen wir später wieder. Ist ein Grund, warum das so sein kann. Es gibt Seelen, das sagt jetzt auch, warum haben Menschen unglaubliche Nebenwirkungen? Warum haben sie das jetzt, gibt es ja auch. Gibt es ja mittlerweile sogar in den Massenmedien immer wieder mal vereinzelt. Es sind gar nicht so wenige Menschen, die richtig leiden durch die Spritze. Ja, auch das ist kein Zufall. Wie ganz häufig Krankheiten durch die Seele herbeigeführt werden, damit der Mensch mit seinem Verstand und ein bisschen, was er machen kann, wieder in eine andere Richtung geht. Man hat also auch ganz häufig erlebt, dass Wunderheilungen passiert sind in dem Moment, wo der Mensch sein Leben geändert hat, weil das war der Sinn der Krankheit. Und wenn sozusagen der Mensch in die richtige Richtung gelenkt wurde, dann braucht man die Krankheit nicht mehr. Dann verschwinden die schwersten Krebsfälle. Gibt es jede Menge Ärzte, die kennen das alles. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen im Giftschrank der Medizin, weil das darf man ja nicht sagen, weil das kann ja gar nicht sein. Aber die meisten Ärzte kennen das ganz genau, diese Fälle, wo sie selbst völlig ratlos sind, warum jetzt dieser Krebs weg ist, ja, ist ein Beispiel. Ne? Und so muss man das jetzt auch sehen. Wir sind jetzt in einer ganz besonderen Situation, ein Übergang, den es in diesem Universum wohl so gar nicht gegeben hat bislang, weil wir in diesem Körper in eine andere, höherdimensionale Welt einsteigen. Ja, und es waren viele, es ist keiner zufällig hier. Und ich glaube, das war ein ziemliches Gedränge für jeden, der in dieser Zeit eine Inkarnation haben wollte. Ja? Weil das ist natürlich eine unglaubliche Wachstumschance für jede Seele auch. Erfahrungschance, Wachstumschance. Die das nicht machen wollen oder nicht schaffen, die sind aber nicht verloren. Die machen vielleicht ein paar Ehrenrunden, ja, und kommen irgendwann wieder. Zeit ist eigentlich eh nicht relevant. Ne? Ja, und deswegen gehen jetzt aber, glaube ich, je näher dieses Ereignis, diese vor allem diese Aufspaltung dieser beiden Welten, was laut Egon Fischer ab 27 sein kann, muss nicht an 27 sein, ab 27, die beiden Welten existieren wohl schon, aber sind noch zusammen und irgendwann trennen die sich auf, dass bis dahin relativ viele, die sagen, das klappt nicht mit der neuen Welt, aber in die alte will ich auch nicht mehr, weil die ist nicht doll. Es sei denn, ich habe mich entschieden, da Karma abzubauen oder so. Ja, also von daher, dass dann viele Seelen sagen, ich gehe jetzt. Und das sind auch nicht nur Gespritzte, das muss man auch ganz klar sagen. Also das kommt aus der geistigen Welt. Es sind auch andere, die zwar nicht gespritzt sind, aber die trotzdem, wo trotzdem für die Seele feststeht, das macht hier keinen Sinn. Ja. Das ist mal so eine höhere Erklärung, warum jetzt einige gehen und auch gehen müssen und aus einer höheren Sicht, für die das auch gar nicht schlimm ist. Nein, ja? Das ist für die Betroffenen sowieso nicht schlimm. Das genau. ist immer nur ja, für die Angehörigen. Für die Angehörigen schlimm. Ja, ist klar. Ja? Mhm.
Aber da muss man halt verstehen, dass natürlich auch jeder Seelenweg individuell ist und wie wir eben gerade gesagt haben, man von außen da auch nichts dran drehen kann, auch wenn man es noch so gut meint. Aber wir haben natürlich auch in vielfältiger Hinsicht gar nicht den, überhaupt nicht den Überblick. Wie gesagt, was eigentlich der Seelenplan, was die Seele will in diesem Leben. Wir haben unseren relativ beschränkten Blick. Und natürlich ist es nicht schön, wenn wir jemanden leiden sehen oder erst recht, wenn wir jemanden sterben sehen müssen. Aber deswegen ist es so wichtig und deswegen ist es auch Teil meines Vortrages, dass man an das Thema mal ran muss. Warum bin ich eigentlich hier? Warum sind wir hier? Was ist unser Lebensweg? Warum werden wir wiedergeboren? Ist das eine Strafe? Wie gesagt, da könnten wir jetzt sehr lange drüber reden, kann man vielleicht mal ein anderes Interview drüber machen. Aber es ist wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und es gibt übrigens, das finde ich immer sehr spannend, ja eigentlich auch schon viele, teilweise sogar wissenschaftliche Nachweise. Ja, mich hat mal eine Dame, ich habe meistens immer ein Riesenproblem, es gibt Christen, die, sagen wir mal, sehr, sehr bibeltreu sind. Das sind meistens Christen, die in kleineren Gruppierungen sind, die dann zu mir kommen und mich retten wollen. Mhm. Ja. Und da ist schon das Wort Reinkarnation zu viel des Guten. Mhm. Ja. Ich, und dann war eine Dame mal, die hat mich mal, ich soll ihr mal einen Beweis oder einen Nachweis geben. Und dann habe ich ihr, ja, habe ich gesagt, gut, kaufen Sie sich das Buch von Dr. Jim Tucker, der mit Professor Stevens zusammen über Jahrzehnte Kinder befragt hat, über 1000 Stück weltweit, nicht nur in Asien, wo Wiedergeburt ja normal ist, sondern auch viel in westlichen Ländern, die sich einfach erinnern konnten, wer sie vor waren. Und dann die Details sich aufgeschrieben haben und die dann nachgeforscht haben. Und da gab es unglaublich frappierende Ergebnisse. Da gab es viele Sachen, die wusste zu dem Zeitpunkt, als das Kind gesagt hat, eigentlich gar keiner. Also nicht, die konnte man auch in Geschichtsbüchern nachlesen. Die sind dann wirklich, das ist das sehr frappierendes Beispiel, war ein kleiner Junge, der geträumt hat, wie er im Pazifikkrieg vom Flugzeug abgeschossen wurde. Und der hat Details genannt, die standen auch nirgends. Allerdings haben die beiden dann die Veteranen, die mit dem auf dem Schiff waren, ausfindig gemacht. Und so ganz kleine Details, wo das Grammophon stand und was da gespielt wurde und so. Was der kleine Junge alles wusste, konnten die bestätigen. Aber das konnte er vorher nirgends woher gewusst haben, weil das steht nirgends. Ja, und da gibt's mannigfaltige Beispiele. Da habe ich also gesagt, okay, meiner Ansicht nach ist das ein wissenschaftlicher Beweis, weil woher sollen die Kinder das wissen? Ja, wenn sie es nicht genau waren. Nicht? Ganz klar. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, sie wäre mal kurz verunsichert gewesen. Oh. Aber dann war ihr klar, das Buch ist des Teufels, deswegen ist das nicht lesbar. Ja, und aber erst nach dem Beweis fragen. Aber ich sage, wenn man schaut oder wenn man, da kann ich die Sachen von Johann Nepomuk-Meyer empfehlen. Der hat sich ja ganz viel mit diesen Themen auseinandergesetzt. Da gibt es tolle Bücher und DVDs von ihm. Er war ja auch einer, ist auch lustige Geschichte, wenn man von ihm mal hört, wie er überhaupt dazugekommen ist. Weil er als Urbayer hat immer nur das geglaubt, was ihm sozusagen, was er anfassen kann und diese ganzen Geschichten mit Jenseits und so, nicht? Bis dann regelmäßig jeden Samstag Mittag irgendwie die Schwiegermutter sich in der Küche mit einem hämischen Lachen gemeldet hat, die Verstorbene. Und hat natürlich auch erst nicht geglaubt, dass sie das ist, aber irgendwann muss das glauben. Dann ist aber er so ein Typ, dann wollte er es genau wissen und hat unglaublich viel zusammengetragen zu dem Thema, auch Thema, was man Tonbandstimmenforschung nennt, was früher so Sprachfetzen aus Rauschen waren. Das war aber vor Jahrzehnten. Mittlerweile sind die Leute so weit, es ist ein klares Fernsehbild, was da aus dem Jenseits kommt. Ja, und dann wird man erstmal, wird einem klar, und das ist das ganz Entscheidende, wenn ich sterbe, dann ist dieser Körper am Ende, aber das Wesen ist noch da, und zwar hochpräsent. Unbedingt. Und Menschen, die Nahtodeserlebnisse hatten, für die ist das sowieso völlig klar. Die haben auch alle keine Angst vorm Tod mehr. Ja, nicht? Und das ist wichtig, dieses erweiterte Wissen. Ich bin mir ganz sicher, in der neuen Welt irgendwann ist das gar keine Frage mehr, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Nein, ja? Erstens, weil wir dann, es gibt jetzt schon die Aussage, ich bin mir relativ sicher, diese Geräte gibt es auch schon, womit man es ins Jenseits telefonieren kann. Im Endeffekt, die Jenseitigen sehen uns und hören uns sowieso.
Die brauchen kein Telefon. Nein. Nur wir sehen die momentan nicht. Und dann kann man, aber man sieht, wie weit man mit diesen Tonbandstimmen, diesen Fernsehgeschichten ist. Ist es da auch noch ein kleiner Schritt nur noch dahin, bis sowas funktioniert? Aber ich bin mir relativ sicher, das werden wir in der neuen Zeit irgendwann gar nicht mehr brauchen. Mediale Menschen, hellsichtige Menschen brauchen das jetzt schon nicht mehr. Gibt ja welche, ist unterschiedlich, die sehen die Verstorbenen so wie dich und mich. Ja, Das ist gar keine Frage. Ja, es ist kein Problem. Ich kann das auch. Ich muss das öfters mal machen für meine Klienten. Und in dem Moment nehme ich einfach Kontakt auf, sehe die Gestalt und kann dir dann sagen, was sie so für Eigenarten hat oder was sie gerade tut. Mhm. Und dann höre ich immer, ach ja, genau so war er oder so ist sie oder so. Das werden aber später alle Menschen auch genau, können. Genau, das denke ich auch. Man wird keine Technik dafür mehr brauchen. Das wird einfach klar sein. Ja. Wir sind jetzt nämlich auf der Übergangsphase, wo natürlich viele Menschen davon noch nichts wissen und nichts wissen wollen. Und es klingt das natürlich sehr, sehr dunkel und traurig, wenn jetzt noch viele Menschen gehen sollen. Das klingt gefährlich, ja. Aber ich denke, das eine wird das andere so ein bisschen, also es wird immer klarer werden, wohin sie gehen. Wenn man natürlich davon nichts wissen will, und das verdrängt, weil Verdrängung funktioniert in diesen Zeiten irgendwann nicht mehr. Und irgendwann wirst du knallhart auf die Wahrheiten gestoßen, die du dir halt anschauen musst. Auch in diesem Feld, dass du halt schauen musst, warum bin ich eigentlich hier? Ich denke, das ist auch ein Prozess, der vermutlich dieses Jahr sehr stark angestoßen wird, innerlich bei den Menschen. Ja, das ist der Erwachensprozess. Ja. Genau, sobald du beginnst, diese Frage zu stellen, fängst du an zu erwachen. Das ist so der erste Step sozusagen. Genau. Ja. Das ist gut, dass das so ist, dass es noch mehr Menschen tun. Ne? Weil das ist wirklich erst einmal, finde ich, so für mich das aktive Leben. Ist das, die ganze Zeit lebst, plätscherst du ja nur so dahin und du wirst gelebt von allen möglichen äußeren Einflüssen. Aber sobald du beginnst, dich zu hinterfragen, warum bin ich auf der Erde? Was gibt es mehr als aufstehen, arbeiten, schlafen gehen, Fernsehen schauen und so? Wenn du diese Frage stellst, beginnst du dich weiterzuentwickeln, sonst nicht. Ja, hat also auch mein spiritueller Meister Paramahansa Yogananda letztens mehrfach immer wieder ganz stark betont, zu wenige Fragen stellen, Leute stellen sich die Frage, wer bin ich wirklich? Ja, diese Frage muss man sich stellen und da graben, dann kommt man irgendwann auch zu Gott. Aber das wird jetzt wahrscheinlich genau diese Frage sein, die mit Macht, wahrscheinlich stresst da dieses Thema momentan auch so, die wird einfach auf die Menschen zukommen. Und bei manchen führt sie dazu, dass sie lieber gehen, als sich diese Frage final zu beantworten, wie wir eben gesprochen haben. Aber für viele wird dann diese Frage irgendwann auch dazu führen, dass sie in neue Bereiche reinkommen. Und das ist das eigentliche Erwachen, genau wie du sagst. Es gibt das eine Erwachen, dass man versteht, was im Hintergrund passiert. Aber ich glaube, das ist das eigentlich nicht so wichtige Erwachen, sondern das wirkliche Erwachen ist, wer sind wir wirklich, warum sind wir hier, was ist unser Weg? Ja, und das wird jetzt sehr stark befördert durch die äußeren Ereignisse, aber wohl eben auch ganz massiv energetisch, was man ja interessanterweise sogar, das kann ja sogar die NASA, hat das da und dort gesagt, kosmische Strahlen aus der Zentrale der Milchstraße, kommt ein Strahl schon seit jetzt mehreren Jahren, wie so ein Taschenlampenstrahl, der geht genau auf die Erde. Das kann man messen. Das sagen Wissenschaftler von der NASA. Ja, und das ist natürlich beeindruckend, weil daran sieht man schon, die Erde ist jetzt im Fokus, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier passieren ganz wichtige Sachen und von außen wird natürlich ganz viel einfach dadurch auch angeschoben. Und wer da mitgeht, der kann unglaubliche Sprünge machen. Deswegen sind viele hier. Wer natürlich festhält und nicht mitgehen will, der wird zunehmend immer mehr Probleme kriegen. Und diese Wahl hat wohl jeder noch. Hat jeder, auf jeden Fall. Und die Erde ist ja auch maßgeblich für das Universum, für unser Universum in dem Aufstiegsprozess. Genau. Diese kleine Erde, diese kleine blaue Perle, nennen wir es, wie wir es wollen. Und diese Erde ist so wichtig. Und auf der Erde hat Deutschland diese spirituelle Rolle, die Menschen energetisch zu unterstützen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und das ist ein riesengroßer Prozess. Das kann man sich nicht vorstellen, weil da ist das Universum jetzt plötzlich dabei.
Genau. Es ist nicht nur die Erde mit den vielen Ländern, das ist ja auch schon viel. Nein, es ist das Universum dabei und da kommen die Sternenfreunde, die Planeten, die anderen. Das ist unglaublich, welche Größe das hat. Ja, und dann kommt diese Grenzenlosigkeit zu einem, wo man plötzlich denkt, das ist ja unglaublich. Ja, und diese Weite und dann die Bewusstseinserhöhung. Also es sind so viele wundervolle Schritte, die alle auf uns warten, die wir alle tun können und uns da hinein begeben können einfach. Und das habe ich auch in meinen Büchern beschrieben, von den Plejaden oder von den Andromedanern. Und da ist also so viel an Botschaften und auch Unterstützung für uns dabei. Und wenn dann die Erde durch unsere Hilfe endlich wieder hochkommt, weil sie ist in so einem Gitternetz ein bisschen gefallen, so sehe ich das in meinen Bildern, und das hebt sich langsam an. Und dann ist wieder im Gleichgewicht die Erde und auch das Universum bekommt dadurch Stärke. Und das ist also so. Es ist, wie du sagst, also das wurde von Egon gesagt, aber auch von allen, es ist ein universeller Prozess, genau wie du es sagst. Also was hier gerade passiert, ist für das ganze Universum wichtig und einmalig. Und deswegen sind ja auch so viele hier momentan und schauen sich das an und wollen dabei sein aus dem ganzen Universum, weil diesen Prozess in der Form, der ist wohl einzigartig und hat aber natürlich auch Bedeutung für das ganze Universum. Und das ist schon der Hammer, weil das Universum existiert schon ein paar Jahre und es hat eine gewisse Größe. Punkt, Ende, aus. Ne? Ja, total, total. Und ich kriege Gänsehaut ohne Ende jetzt bei dem Gespräch. Ja. Nein. Nee, ist ganz wichtig. Das verstehen viele oder müssen viele verstehen, auch im aufgewachten Bereich, die auch noch, die sehr stark natürlich rein in den politischen Geschichten hängen. Und das ist aber eigentlich nur ein ganz kleiner Nebenaspekt, was da gerade passiert, sondern das im Endeffekt ist das nur ein teilweise auch der Versuch, eben die Sache zu befördern. Und eine interessante Aussage, es ist auch eine sehr positive, weil es gibt natürlich im alternativen Bereich auch viele, und es kommt der Polsprung mit Riesenkataklysmen und dieses und jenes. Das hat der Egon in Österreich auf dem Kongress mehrfach klar betont. Das kam aus der geistigen Welt. Natürlich werden einige Sachen passieren, aber so diese ganz großen Katastrophen, schon gar nicht hier im deutschsprachigen Raum, du hast es gesagt, wir haben hier eine Aufgabe, können nicht passieren, weil es sollen möglichst viele Menschen in diese neue Welt gehen können. Und wenn so eine Großkatastrophe passiert, wo mal locker 30 Millionen tot sind, da kannst du nicht mehr auswählen. Da würden ganz viele gehen, die eigentlich in die neue Welt sollen. Deswegen wird das verhindert. Es wird nicht passieren. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, um auch ein bisschen die Angst rauszunehmen. Also man kann natürlich nie für die ganze Welt sprechen. Es kann Ecken geben, da kann es ein bisschen unruhiger werden. Die deutet sich momentan, hat da auch eine ganz deutliche Botschaft bekommen. Das kann man bei ihm ja nachlesen auf dem Blog bezüglich der USA. Da ist offensichtlich direkt nach dem Gegenangriff vom Iran muss in der USA irgendeine Entscheidung gefallen sein. Da kam nur, die Würfel sind gefallen für die USA. Und zwar nicht im positiven Sinne. Also da wird es ein bisschen zur Sache gehen. Das hat aber auch viel mit Karma zu tun. Auch Länder haben Karma, das abgebaut werden muss. Ja, brauchen wir jetzt nicht hier zu tief reingehen. Aber für uns ist ja erstmal wichtig und darauf muss man sich dann auch konzentrieren. Es wird ja auch immer versucht, dass wir für die ganze Welt verantwortlich sind und uns da ins Negative gehen sollen, weil irgendwo auf der Welt schlimme negative Sachen passieren. Wir sollen sie nicht verursachen, sicherlich nicht, aber wir können natürlich auch von hier aus gewisse Sachen nicht ändern. Und im Endeffekt, wenn gewisse Ausgleichsgeschichten passieren, wichtig ist, was bei uns hier ist, in unserem Umfeld, da können wir wirken und da sollten wir wirken. Es schadet natürlich nie, für die Welt ein Friedensgebet zu machen oder eine Meditation. Das kann man immer gerne tun und das hilft auch, gar keine Frage. Nicht? Aber grundsätzlich geht es für uns hierum, was machen wir hier und ganz wie du es gesagt hast, speziell hier wird wohl, das ist erstaunlich, aber das sagen die medialen Menschen, das sagen spirituelle Meister, das sagen aber auch alte Prophezeiungen, dass von hier die neue Spiritualität, die neue Geistigkeit ausgehen wird. Und das ist dann ganz offensichtlich unser Job. Und da müssen wir ran. Das ist unsere
Aufgabe, das zu verwirklichen, dieser völlige Shift von dem Alten zum Neuen. Ja. Ja. Eine schöne Aufgabe, oder? Absolut. Findest ja, also ich sage immer, unsere Ahnen werden uns beneiden, dass wir hier waren. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Sehr, sehr schön. Und alle Kinder, die in der Zeit geboren sind, sind unheimlich wichtig, weil die bringen so viel mit. Ich meine, das hat man früher auch schon gesagt, die Kinder der neuen Zeit oder so. Aber jetzt gerade so direkt in der Übergangsphase hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung. Sehr, sehr wichtig. Definitiv. Und auch da kommen nicht umsonst immer mehr, die besondere Fähigkeiten schon haben, die natürlich ganz stark mit daran beteiligt sind, die neue Welt aufzubauen. Wir haben noch unseren Teil in unserem Alter, aber das ist natürlich auch was, das muss auch realistisch sein. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Prozess, das ist völlig klar. Ja. Und in den 30er Jahren wird man schon relativ weit sein. Erstaunlich weit. Das können wir uns, glaube ich, momentan noch gar nicht vorstellen. Aber auch da ist es natürlich noch nicht zu Ende. Das geht noch in ganz andere Bereiche dann rein, denke ich später. Aber die Kinder sind natürlich ganz wichtig. Und ich war jetzt auch wirklich, also es sind viele Sachen einfach schon da. Ich meine, das jetzige Schulsystem ist auch eines der Systeme, was zusammenbricht gerade, allein weil die Lehrer es nicht mehr schaffen, die vielen Nicht-Deutschsprachigen da überhaupt noch reinzukriegen. Allein das, ja. Das war vorher schon nicht toll, das Schulsystem hier in Deutschland. Es gibt andere Länder, die machen das besser. Aber ich habe jetzt auf dem Kongress, und der kommt auch auf meinem Kongress, dann den Ricardo Lippe kennengelernt, der ja auch ziemlich gejagt wird, obwohl er völlig unpolitisch ist. Aber da waren auch schon mal Hallen wieder abgesagt, wenn er kommen soll. Und die ARD ist ihm schon nachgestiegen mit versteckten Kameras, weil er hat halt eine ganz andere Lernmethode und präsentiert die auch. Und da siehst du aber schon die Schule oder das Lernen der Zukunft. Es macht den Kindern einen Riesenspaß. Es vermittelt viel mehr, selbst doofen Stoff, viel mehr, viel schneller als alles, was vorher ist. Okay. Wenn man ihn sieht, er macht das also nicht nur mit Kindern, auch mit Erwachsenen. Nicht? Also, und wenn ich sowas dann sehe ich viele kleine Bausteine der neuen Welt, die sind eigentlich schon da, die werden noch bekämpft. Aber so völlig anders, so völlig revolutionär. Und wenn du sagst, wenn das großflächig ist, da werden die Kinder ganz anders hier betreut. Sie lernen praktisch von selbst, ja, und dann natürlich auch ganz andere Sachen. Es wird auch viel mehr natürlich darauf hin, dann später Wert gelegt, was wollen die eigentlich selbst lernen, ja. Und dann, da kannst du schon erkennen, wie diese neue Welt sich bilden wird. Und wenn diese Kinder dann groß sind, die werden völlig anders agieren als heute wir noch, ja. Und dann siehst du schon, die Pflänzchen der neuen Welt, die poppen schon überall so ein bisschen hoch. Nicht? Und das wird noch bekämpft, aber es ist nicht mehr zu bekämpfen. Ne? Es ist nicht klein zu kriegen. Das genau, ist ganz stark und es ist da. Und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, diese ganzen Kämpfe werden im Sande verlaufen. Die haben immer weniger Kraft und von daher ist das... Die Würfel sind gefallen, kann man da auch sagen, ja, sozusagen. Definitiv, ne? Definitiv. Ja. Ja, genau. Ja, mit diesem schönen Wort würde ich gerne abschließen und mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Peter. Es war wieder sehr schön mit dir und ich denke, wir haben euch allen auch ein bisschen mehr Sicherheit und Kraft gegeben mit diesen Worten. Lieber Peter, magst du noch einen Abschlusssatz sagen für alle? Ja, also ich kann es nochmal betonen, das fokussiert euch auf das Positive. Ja, und dann werdet ihr auch positive Dinge manifestieren in eurem Leben. Das ist ganz wichtig. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Ignoranz bringt nichts. Aber auf das Positive fokussieren. Fast alles hat immer zwei Seiten. Auch die negativen Seiten haben immer auch einen positiven Aspekt irgendwo, auf den man sich konzentrieren kann. Und dann hilft das sehr, sehr stark, positiver zu werden, weil das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und diejenigen, die es schon sind, die müssen natürlich wahrscheinlich auch noch ein paar Hausaufgaben machen. Aber ich denke, viele von uns haben auch schon viele Hausaufgaben gemacht. Wer auf dem spirituellen Weg ist,
hat auch schon ein bisschen was erleben müssen. Das ist das Leben. Es ist ja die Frage, was ist eigentlich das Leben? Und du hast es vorhin so schön formuliert, es ist eben nicht zur Arbeit gehen, Geld zu verdienen, in Urlaub zu fahren. Und das war's. Deswegen sind wir nicht hier. Und das werden wir immer mehr spüren jetzt auch, das Leben. Was ist eigentlich das Leben? Ich glaube, wir werden uns viel lebendiger fühlen noch demnächst, als wir uns je gefühlt haben. Ja, schön. Wunderschön. Herzlichen Dank, lieber Peter. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.